Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit den Top 10 Karten aus dem nächsten Set, Break of Shadows, Bosch. Diesmal keine geile Anleitung, weil das neue Seltenheitsverteilungssystem. Video dazu, TBT React haben wir gemacht. Könnt ihr da nochmal anklicken, ich blende es mal ein. Deswegen kann man das mit den Preisen jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Es gibt ja 2 Secret Rares jetzt pro Set, pro Display und 4 Ultra Rares und dann mindestens immer eine Super Rare. Also mal schauen, wird echt verrückt. Mal schauen, wie sich die Preise erstmal so einspielen. Aber die besten Karten daraus sind eh die 4 oder 5 von den Secret Rares da. Aber kommen wir zu den Top 10. Da haben wir jetzt auf Platz Nummer 10 Fiendish Rhino Warrior. Wird nur eine Rare sein, aber ziemlich starker Support für Burning Abyss. Tati, unser Ex-Burning Abyss-Spieler, freut sich darüber. Also die Karte wird Burning Abyss und noch andere Karten, zum Beispiel Twin Twister, die werden wir später noch sehen. Wird das Deck wieder ein bisschen pushen. Mal schauen, ob das dann mit den ganzen Pendelzeugs mithalten kann. Aber ist auf jeden Fall ein solider Push für die. Rush Rhino hat 2 Effekte. Also nicht Rush Rhino, ich meine Fiendish Rhino. Rush Rhino war TG-Zeiten. Einmal hat er ein Feldeffekt, der gut ist für die Burning Abyss Monster. Und dann hat er nochmal einen Friedhofseffekt. Auch gut für die Burning Abyss Monster, also passt er da perfekt rein. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 Ariadne. War eigentlich ziemlich stark gehypt. Ist auch eine ziemlich gute Karte, aber wie sich jetzt langsam herausstellt, ist es ein bisschen inkonstant und macht das Deck einfach sehr inkonstant. Ist sehr draw-abhängig. Man kann zu viele Counter-Traps ziehen und dann muss man die erstmal ziehen und auch zerstören. Also da streiten sich noch die Meinungen ein bisschen. Wir werden sehen, wie die gespielt wird und wie man das so einbauen wird und ob sie dann wirklich krass wird oder dann eher doch nicht. Dann haben wir auf Platz Nummer 8 Neptabis, der Atlantean Prince. Die Karte, die Mermel im Alleingang zurückbringen wird. Und die Karte ist auch richtig krass, wird Ultra Rare sein. Hab vergessen zu sagen, dass Ariadne Super Rare wird, also denke mal nicht so teuer. Weil vor allem jetzt so in jedem Booster mindestens eine Super Rare drin ist. Aber zurück zu dem Prinzen hier, Ultra Rare. Und Mermel-Preise auch schon wieder gestiegen. Aber selbst mit dem weiß ich nicht, ob Mermel so mit dem ganzen Zeug mithalten kann. Ich meine, vom Grundprinzip her haben sich die Plays von den Mermels nicht unbedingt also schon verbessert, aber nicht geändert. Sprich, die können dasselbe, was sie davor gemacht haben. Ein bisschen exceeden, synchronisieren und specialen und sowas. Aber, also das halt konstanter, aber nichts Neues. Sprich, ich weiß nicht, ob das dann mit dem Pendelzeugs alles mithalten kann. Monoglacier kommt halt jetzt öfter, der ist ziemlich krass. Also, wir werden es sehen. Dann haben wir auf Nummer 7 Performer Pal Pendulum Sorcerer. Der wird Secret Rare sein. Ziemlich gute Karte. Wird wahrscheinlich auch einen soliden Preis haben und Pepe wieder mal stärken. Krankes Deck. Dann haben wir auf Nummer 6 Cosmo Tin Can. Also wir haben ja mehrere Cosmo-Spieler im Team und die sind sehr begeistert von dem. Die meinen auch, dass der besser ist als Farmgirl und den als Hauptsearcher ersetzen wird. Und Farmgirl möglicherweise dann nur noch 2-mal gespielt wird und den auf jeden Fall 3-mal. Und der bringt dem Deck ein Turn 1 Play, was bisher ein großes Problem von den Cosmo waren, dass die Turn 1 einfach nichts zu tun hatten. Und macht auch Teleport viel stärker. Vor allem Teleport in der gegnerischen Runde. Also auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Und die wird Ultra Rare sein, wie man vom Bild hier sehen kann. Dann haben wir auf Platz 5 Performer Pal Monkey Board. Der ist common, aber richtig gute, stabile Karte. Einfach noch ein Searcher, noch eine Karte für das Performer Pal Pepe Deck. Als hätten die nicht schon genug, also echt unfair. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 Cyber Dragon Infinity. Also die Karte auf jeden Fall überkrass, Secret Rare. Problem ist halt, wie und wann und wo man den rausbringen will. Oder rausbringen wird, aber Effekt ist auf jeden Fall echt krass und jedes Deck, das Optionen hat, ihn rauszubringen, wird einen Vorteil haben. Dann auf Nummer 3 haben wir Twin Twister.
oder Twin Twisters. Weiß nicht genau. Und die Karte ist nur Super Rare, also sollte kein Problem sein, die dreimal ranzuholen. Und die wird vor allem nervige Backrare und die ganzen Floodgates beseitigen. Tati hat zurzeit den Spitznamen Tati Floodgates, also ihm wird sicher nicht freuen, dass die Karte erscheint. Und mal schauen, wie die Klasse die wird und ob sie neue Staple wird, ob sie MST ersetzen kann. Bin gespannt. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 Traptrix Grafflesia. War, als sie zuerst rausgekommen ist, also oder angekündigt wurde, waren wir nicht so begeistert von der. Also die war auf jeden Fall krass, aber wir waren jetzt nicht so übergehypt von der. Aber jetzt, nachdem wir unsere Liga gestartet haben, die kommt, erstes Match kommt diesen Freitag noch, bleibt dran dafür, haben wir gemerkt, wie stark die eigentlich ist und deswegen haben wir die auf Platz 2 gesetzt. Und die wird auch Secret Rare sein. Also eigentlich alle guten Karten aus dem Set Secret Rare. Fast alle. Dann haben wir als letztes auf Nummer 1 natürlich Solemn Notice oder auch Solemn Strike, wie die jetzt glaube ich heißt. TPT React haben wir gestern dazu gemacht. Es hat jeder 9 und 10 Sterne für die Karte gegeben. Soll jeder will die dreimal spielen, also auf jeden Fall überklasse Karte. Und ich glaube mal verdient Nummer 1. Mal schauen, wie der Preis von der wird. Ich bin echt gespannt. Ansonsten war es auch schon mit der Top 10. Ich weiß, wir haben ein paar Karten nicht mit reingenommen, die man hätte mit reinnehmen können. Da waren ein paar echt interessante Karten, die in Frage gekommen wären. Deswegen könnt ihr unten in die Kommentare gerne schreiben, was eure Top 10 wäre und welche Karten ihr noch in die Top 10 getan hättet. Ansonsten schaut bei der Sneak vorbei, egal wo ihr wohnt. Falls ihr in der Nähe von München wohnt oder in München, schaut im Fundament vorbei und leidet nicht auf der Sneak. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wissen.